Nein. Da, nächste Rallye. Wir klicken schon weiter, ne? Leute, nicht wundern. Wir wollen doch keine Zeit verschwenden. Und solange mein Zeigefinger jetzt nicht sich extra derbe beschwert, machen wir dann lieber weiter. Nicht mal schon. Zu spitz. Ich krieg die Information einfach zu spät. Übergemittelt. Das heißt, ich spiele hier mit einer leichten Verzögerung sogar. So, ich spiele hier tatsächlich mit einer kleinen Verzögerung. Müssen wir neu machen. War nicht geplant, dass ich rausfliege. War nicht geplant. Gut, erstes Rennen neu starten. Habe ich zwar nicht verloren, aber ich hätte es wirklich verloren sogar. Ja, ich wusste nicht, dass wir hier auch rausfallen können. Mal schauen. Fuck, 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 fuck! Ja. Ich hätte jetzt keinen Bock nochmal zu wiederholen. Vorsicht, Menschen? Verliere ich noch nicht. Genau solche Zeiten brauchen wir. Ja, war klar. Einmal gedreht und sofort von 2 auf 7. Kann sein, dass wir es neu machen müssen, weil ich zu schlecht bin. Boah, das ist gemein. Das ist gemein, Leute. Komplett dunkle Stelle. Neunter! Neunter, das ist übel. Aber es reicht so, oder? Reicht das? Hat jedenfalls gereicht jetzt. Gut. Fahren wir die nächste, den dritten Lauf. Er hat mich jetzt nur rausgekickt wegen dem Rausfallen. Das hat mich dann rausgeschmissen. Erster, klasse. Komm Leute, das ist doch, ne? Das heißt doch schon was, wenn die sofort in der erster bin, dann heißt das doch schon, dass sie was drauf haben. Ne? Also würde ich jetzt mal sagen, ne? Aber gut, das sieht man ziemlich oft, dass
Ja, anders sehen. Man sieht es meistens anders. Klar kann ich gewinnen, ich kann immer gewinnen. Kannst du mir sagen, dass wir hier Fünferlauf haben? Ich meine, mich zu erinnern, dass wir hier Fünferlauf haben. Das war schon bitter. Sag bloß. Gut, 4 Sekunden sind wir vorne. Müssen wir ein bisschen erweitern. Habe ich noch nicht. Schön, dass du das so komisch sagst. Ja. Hier gibt es keine Totalschaden-Bonis, also. Sonst wäre ich ja schon, als ich rausgeflogen bin, kaputt gegangen. Game over. Boah, aber die dunklen Stellen, die haben es aber richtig dunkel gemacht, ne? Da wollten sie, da haben die Leute gesagt, komm, da machen wir, das machen wir richtig dunkel, ne? Da haben sie richtig losgelegt, ne? Wenn schon richtig dann, ne? Ja, danke. Das ist, glaube ich, noch der 5. Lauf, ja. Ah, es war ein 5. Haben wir die jetzt nicht gefahren gerade? Nee, das ist eine andere. Okay, ich dachte schon, ich so, hä? Ich so, hä? Haben wir die nicht gerade gefahren? Ja, weil jetzt nochmal 4. Lauf stand. Haben wir nicht gerade schon den 4. Lauf gehabt? Komm Leute, ich muss mich aufs Spiel konzentrieren. Guck mir das ja nachher in den Kommentaren. Boah, Alter, seht ihr da was? Das ist ja richtig übel. Nee, ich glaube, das könnt ihr mir unten in den Kommentaren mal schreiben. Oder ich gucke mir das später an, wenn die Videos render. Boom. So, noch schön die 1 sehen. Jetzt sind wir 21. Mit 5 Sekunden. Oh. Jetzt der letzte hat 5 Sekunden drauf, ey. Nicht schlecht. Muss man schon Sachen... Alter, hab ich ja richtig verkackt. Was habe ich nicht im Griff? So, eine Sekunde noch. Nein. Mensch, das Auto ist hier aber auch voll gegen mich, ey. Komm Leute, ich will nicht noch mal weitere 21. Na geht doch. Okay Leute, ich glaube, das hat keinen Sinn. Das hat, glaube ich, absolut gar keinen Sinn. Fahren wir neu. Ja, ich meine, wir sind jetzt schon wieder unten. 21, wir haben 5 Sekunden aufgeholt von den Gegnern. Aber es sollte nicht sein. Nee. Es sollte nicht sein.
Dann fahren wir lieber nochmal neu die Strecke und dominieren sie dann hier. Na, hoffen wir es mal. Sie ein bisschen dominieren. So, aufpassen. Ja, das Treppchen, aber ich muss Erster werden. Wird hier verlangt, dass ich Erster bin. Leute, die sind hart. Gerade nur 0,16 und jetzt erst nur 554. Also 0,5. Jetzt eine. Bist du in Ordnung? Naja, du anscheinend auch. Ja, sonst könnte mir nicht Befehle geben, ja? Wie ich zu fahren habe. So, ist jetzt nicht die gleiche Strecke irgendwie, so dass wir wieder abpassen müssen. Dann haben wir doch schon wieder Aufpassbefehl. Ah, ich bin Dritter, Kollege. Dritter! Leute, was sind das für Gegner? Mensch. Guckt euch doch mal an, Leute. Nein! Leute, das ist bitter. Das ist so was von bitter. Boah! Erstmal müssen wir hier raus. Du musst die Kurvenausfahrt optimal nehmen. 21 schon. 17. Leute, die Gegner sind aber auch knallhart, Mann. Das muss ich aber mal sagen. Nächster. 14. War eine nette Fahrt. Bis dann. Na, reicht es. Scheinbar hat's gereicht. Und das ist eine weitere Favoritin, Reyna. Aus der Fans-Team. Oh, sie soll großartig sein. Das Mädchen aus Japan, richtig? Sie ist noch nicht mal ein Dutzend Rennen gefahren, Leute. Nach dem Rennen in Suzuka startet sie hier. Ja, ich war dort. Wie sehen ihre Koten aus? Sie ist ein kleines Mädchen. Na, ich setze auf. Ja, ich denke, sie schafft es. Ich verdopple meinen Einsatz. Hm. Wir müssen eine drei Rennen, diese Rennen. Track? Leute, das sieht geil aus. Was? Okay. Ja, weil er irgendwas mit Bremse gesagt hat. Fuck you. Das ist ja auch kompliziert, Leute. Also nicht geschafft. Ne? Ja, schau, wie sie abgeht. Komm, 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 komm.
Ich lasse es mal unkommentiert. Ich lasse es mal unkommentiert. Gut, wir fahren Drag rennen. Nur halt sehr kompliziert. Nur halt sehr kompliziert gehalten, ich meine. Halt. Ich sage da echt nichts zu, Leute. Ach man, das ist irgendwie komisch. Das ist komisch, das Rennen. Gut, den ja, Charger bekommen. Muss ich nicht vorlesen, was für Autos wir bekommen, ne? Es stellte sich heraus, dass bei GVI nicht alles eitel Sonnenschein war. Ein erstes schlechtes Zeichen waren natürlich schon die Wetten um hohe Einsätze. Dann aber kam der wirkliche Schock.